Hallo, es geht weiter mit Monster Hunter Stories 2. Und schaut mal, was wir das letzte Mal gelernt haben. Fliegen! Oh ja, Mann. Voll geil. Voll geil. Ich freue mich. dann, ja gut, gehen wir halt mal dahin, wo wir hin müssen. Kann ich hier auch einfach drüber? Vermutlich nicht. Das wäre ein bisschen zu krass. Ich kann hier einfach drüber. Als ob. Alles klar. Alles klar. Die Zukunft. Die Zukunft. Kann ich hier landen? Nein. Ja gut, das hat mich jetzt aber auch gewundert. Ich meine, da kommen wir jetzt auch an solche Stellen wie hier ran. Wo wir davor zwar auch schon waren. Das ist die weiße Monoblos. Kontrolliert sich auch interessant. Ja gut, dann sind wir jetzt mega schnell. Ich liebe es. Geh dich zum Erdloch des Gedenkens. Na gut, dann gehen wir mal zum Erdloch des Gedenkens. Wir können fliegen. Also cool. Hier also. Ah, jetzt brauchen wir auch kein Klettern mehr. Und kein Hüpfen eigentlich. Na dann. Was finden wir hier Schönes? Außer langen Ladezeiten. Ich hatte davor auch schon ziemlich lange Ladezeiten. Ich weiß nicht, ob das das Gebiet ist oder ob ich... Oh. Wegen der Katze. Red never stopped searching for answers about the pits. Können wir jetzt in die Löcher runterfliegen? He came to Ruto, to tell us of the coming danger. Hello, Red. Hey. It's good to see you. Look at you all. You haven't changed a bit. I'm really starting to feel the years. Is all this true? They're not just regular fissures in the ground. These pits, they're everywhere too. I have to find the truth behind what's causing them. The truth? Have you seen something in the pits? No, I haven't seen a thing. But I heard something. It was a monster's voice, echoing from the depths. A monster's voice? Yes. Just hearing it, I knew. Ruin is coming to our world. As unbelievable as that sounds, it behooves us to investigate. So, we made our way here. Oh. So you think the truth to the pits is this noise? Yes. Yes. It is a voice. It certainly is. Did it say the beginning? Uh-huh. It's the cry of new life. Hört sich an wie ein Elefant, ey. Ja moin, na Gigante. Unser Freund und Helfer. So this is the beginning.
This was his fate. Life is so fleeting, so fragile and precarious. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. Hey, Thor. Pass auf, jetzt kommt Red raus. Vielleicht auch nicht. Daher haben wir den Stein. Weil, ja gut. All around things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned to Hekolo Island. I went there to see Red's old monster again. Then of course, that's when I met you. Red never managed to find the truth of the pits. It's my purpose to finish what he started. But I can't do it alone. I'm going to need your help, and Ratha's too. Easy. Thank you. Come on, we're buddies, right? Buddies help each other out. You don't need to worry. Buddies. Oh yeah. You're right. Of course we're friends. Ja. Und jetzt? Look. Oh. We'll find the truth together. Schauen wir mal, was wir jetzt für Monster finden. Let's go. Was jetzt das böse rote Lichtmonster wird. Außerdem will ich jetzt versuchen, ins Loch einzufliegen, was vermutlich nicht funktionieren wird, aber hey, mal schauen. Moment, ach, hier waren wir ja schon. Kannst du fliegen? 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 Ich darf hier nicht fliegen. Ich darf hier nicht fliegen. Ah. Okay, dann ist so Klettern und so Sachen sind dann doch nicht unwichtig. Wir sind vermutlich in einem Einsbau oder irgendwie sowas ähnlichem. Und da kann man dann vermutlich nicht fliegen. Ja gut, gut zu wissen. In dem Fall... wie kann der eigentlich aktiv sein? Oder der wird automatisch aktiviert vermutlich, dieser... dieser... Dingens. Katzerwarnstand. Okay. Oh. Wir sind sogar schon gleich da, okay. In dem Fall bin ich gespannt. Wir sind ja jetzt nicht mehr im Sand oder so. Hier ist ja Wald. Mhm. Na dann. Huh. A maniac monster was here and didn't hold back, huh? Yes.
and the light's grown in intensity. Oh no. Huch, Wasser, okay. It's a pit of preposterous proportions. Yes. It swallowed the entire village. Moment mal, Village? Als ob Karmesin Kukupeko also. Lay off, will ya? You trying to make a meal out of me? Hold on. Huch. Das war jetzt aber nicht das gute Dorf, oder? Isn't that? Must have got me confused with a regular feline. I know that voice. Positively. Claudacious. Ja moin, Feuerball. Ja gut, Kamezin Kurupeko. Schauen wir mal, hoffentlich kann er nicht allzu böse Monster herrufen. Oh, wir sind ja jetzt wieder alleine. Übel. Wenn Kurupeko fertig ist. Okay, wir. Ja gut, Kraft ist vermutlich schlau. Und wir haben Eiswaffen, was auch gut ist. Weil. Oh, Schlaf. Warum? Okay, ne, er boostet sich? Ah, ne, doch nicht. Nee, der hat uns schwächer gemacht. Ah. Es ist echt schlimm, wenn ich jetzt ein... Oh, doch, Nickerchen? Hm. Keine Ahnung. Gut, dann hoffe ich mal, dass Jacken ganz gut ist, weil... Ich werde Shit scheint nicht so schlau zu sein, aber Technik... Er macht vermutlich Technik, ja, genau. Darum... Zack, zack. Jacken ist gut, perfekt. Ja, dann greifen wir mal so weiter an. Es ist fies, dass die hier doppelt angreifen können. Das ist echt ein Problem. Ja, und jetzt. Oh boy, das ist ein Problem. Wobei, der ist nicht mal so schlimm. Der ist nicht mal so schlimm. Den könnten wir sogar fast ignorieren. Weil, ganz ehrlich, wenn er in seinen Defensivmodus geht, dann macht er eh nicht viel. Oh, was sind denn diese, was sind denn diese komischen Ladezeiten, ey? Hä? Ich greife den aber an. Boom, okay, dann. Ja. Aua. Look, Showdown! Oh Gott, was muss ich hier nochmal drücken? Ich glaube RB und so. Und LB. Ja. Ja moin. Boom! Gut. Diese blöde Vieh greift mich jetzt an. Aber egal, ich will eh die Waffe wechseln. Dann mache ich jetzt mal Counter. Counter-Pose. Und lass einfach mal Ratte angreifen. Boom. Ja, schon wieder der Move. Voll übel, Mann. Oh, Counter-Zeit auch wunderbar. Gut, dann. Schaden genommen. Ich hoffe, ich überlebe das. Harte Kopf. Okay, okay, der rechts ist jetzt unwichtig geworden. Oh! Ja moin. Wilder Feuerball. Doof nur, dass Ratte halt ihn angreift. Oh nein, nevermind jetzt. Oh, das wird das übel. So was? Ich mache einfach mal einen Lebenspulver. Hier, schlimm. Der blöde Daimyo. Und Ratte, kannst du bitte den Kurupeko dann angreifen? So. Zack. Okay, wir können auch nicht reiten. Das ist sehr gut. Ich hoffe, ich überlebe das. Okay, perfekt. Es ist so sauer. Ist auch nicht so schlimm, weil wir reiten können. Das ist hier ein ganz. Das ist gar nicht mal so einfach, der Kampf hier. Da muss man echt aufpassen. Ich weiß nicht, ob es schlau wäre, auf den Helmetor zu gehen, aber. Ach, diese verdammte Ladezeit. Was denn los? Boom. So, und er macht sich stärker. Greif aber weiter den hier an. Oh, Geschwindigkeit, das ist ganz schlecht. Und kaputt.
Sag mal, beruhig dich. Ich muss jetzt mit Technik angreifen. Endlich! Darauf habe ich gewartet, dass es Kackvieh in diesen Defensivmodus geht. Und Ratak, kannst du bitte, kann ich dir sagen, dass du den Linken angreifen sollst? Ja gut, er macht halt Geschwindigkeit, das ist jetzt doof. So was, ich wechsle einfach Ratak, aber er hat die Energie fast voll, ich lasse ihn doch da. So. Ich hab blöde Gesang. Boah, kannst du nicht ihn angreifen? Ratak, du Dummkopf! Ich glaube, ich kann ihn damit heilen. Das erhöht auch Distanz, wunderbar. Und dann wechsle ich ihn gleich aus. Ey. Okay, nevermind. Ja, moin. Gut, dann reiten wir kurz. Der Kampf hier ist voll übel. Aber auch nur, weil Ratter so ein Scheiß war. Boom. Ich muss echt nach der Aufnahme mein PC neu starten. Holy moly. Danke, er ist tot. Mega. Gut. Aber nur zur Sicherheit, dass ich das nicht nochmal machen muss. Mache ich kurz Demo hier. Zack. Und wir holen einfach mal Diablos. Hätte ihn davor auch herholen können, wäre vermutlich schlau gewesen. Mhm. So. Du kleiner Scheißer, Herr Metauer. Ich mache dich kalt. Dass ich deine Lebensanzeige auch nicht sehe, ist fies. Das ist ja eigentlich ein normaler und so einen habe ich ja schon bekämpft. Oh, okay. Ist er sauer? Ich weiß nicht ganz, was er jetzt macht. Aber ich habe einen Plan. Denn Kontern ist geil. Pose. Na, du willst mich angreifen? Boom. Na, oh, war das alles? Zack, zack, zack! Ich habe nicht aufgefasst, was für ein Angriff er gemacht hat. Genau deswegen wollte ich eigentlich countern. Oh, weil er jetzt sauer ist. Oh, was macht er? War das Kraft? Nee. Weiß es nicht. Schauen wir mal. Er macht jetzt Geschwindigkeit, okay. Aua. Fokus Kraft, okay, okay. Boom. Und wisst ihr was, ich mach kurz einen Heal. Oder Eifer-Overtüre, das hat sich auch gut an. Auch mit der Zeit geheilt. Voll der coole Skill eigentlich. Blasenatem. Als ob der mich einfach killt. What the fuck? Das ist ja Scheißvieh. Heilige. Er ist nicht mehr sauer, das heißt, das ist vermutlich wieder schlau. Kleidschutz, aha. Ach, dieses Kacki. Boom. Ich weiß, es ist einfach eine Verschwendung an sich, aber ich muss nochmal so einen ansetzen. Das kann ja nicht sein, ey. Dass ich von diesem scheiß Hermetau kaputt gemacht werde. Ich meine, der Kuropeko kein Problem, aber das Ding da, what the fuck. So, jetzt Kombo-Angriff, du Kackfisch. Boom. Oh. Zack. Ich glaube, wir haben ihn gleich. Okay, er greift noch mal an. Das ist wunderbar. Bleiben wir bei dem Angriff. Boom. Greifst du jetzt noch mal normal an? Ja. Das heißt, ich greife auch noch mal normal. Vielleicht machen wir den Panzer kaputt. Boom. Und Stufe 3 und er greift nicht mehr normal an, das heißt Bindungsfähigkeit. Zack, zack. Oh yeah. Nach dem Ladezeit. Boom. Du hast keine Chance mehr gegen uns. Harter Körper, von wegen. Er ist sauer, das heißt er macht jetzt Geschwindigkeit. Ja. Er ist bestimmt schwach gegen Elektro. Oder Feuer. Aber ich schau mal. Schauen wir mal. Vielleicht ist es ja Elektro. So, da fehlt jetzt nur noch der Körper.
Aber ich glaube nicht, dass es so lange überlebt, dass wir den noch kaputt machen können. Als ob Kesu jetzt einen Kraftangriff macht. Hä? Easy. Eieiei. Aber der kam so schwer und die anderen nicht. Das war ein fucking Kuropeko. Boom. 26. Ratte ist 2 Level abgekommen. S-Rang, obwohl wir so oft kaputt gegangen sind. What? Als ob. Ja, ich freue mich, dass ich danach irgendwie wieder einen Partner habe. Story, neben Quests machen kann. Waltzing around with monsters? Positively claudacious stuff. Sarge? Sarge! Meowdy-doo, partner. Get you! Positively claudacious! I must be dreaming! Took the words right out of my mouth. With your antics, I'm surprised you're still alive. Yeah. How do you know Naviru? Hmm? Name's Orgo. The two of us go way back. He's my brother from another mother. What'd she call you? You're going by Naviru now? Navigating Naviru. Pretty cool, right? Sure is. Positively claudacious. And for, and what? It's nothing. I mean, it's positively claudacious. You bet it is. You bet it is. Uh-huh. I owe you one. Why don't you drop by my place? Huh. So you live around here now? Yeah. Lots changed. Uh-huh. I haven't seen you in forever. There's so much I want to tell you. Do you mind if we swing by Sarge's house? Ay, 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 ay. Wie lang kann sich eine Katze entziehen? Ey, aber das war's jetzt. Und jetzt können wir gleich weiter. Und diese fucking Ladezeiten, ich sterbe innerlich. Ich muss meinen PC neu starten. Ich weiß nicht, was da los ist. Ba, 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 da. Oh, es geht los. Im Garten, ich hoffe, ich kann davor speichern. Anscheinend nicht, dann spielen wir auf jeden Fall noch weiter. Ich könnte da nach links, aber... Gehen einfach mal hier raus, weil ich gibt's danach einen Speicherort. Gleich. Trotzdem schon mal, falls es euch gefällt oder gefallen hat. Abonnieren und liken, würde ich mich drüber freuen. Oh ja. So, aber jetzt schauen wir mal, wo wir jetzt hier gelandet sind. Ich meine, da irgendein Dorf ist weg. Das war doch nicht Ruto, oder? Nee, dann hätte die anders reagiert. Oh, andere. Garten von Pomore. Neues Gebiet. Als ob. Sieht ganz schön nett aus. Gefällt mir. Aber das Coole ist, dass wir ja hier rumfliegen können dann. Oh, na, schöne Bäumchen. Und schon wieder ein fucking Ladebalkenzeit. Nicht Balken, Ladedingens. Ladescreen. Oh, okay. Haben wir noch keinen Speicherort? Na gut, meinetwegen. Dann geht's wohl noch eine Weile. Hier sind, okay, Rubin-Bastarius ist hier normal unterwegs. Ich denke, ich wechsle mal. Zu Nagakuga. Kannst du deine. Danke. Fähigkeit einsetzen, ey. Ja. Ich will hier nicht einfach normal drüber fliegen. Ich will hier ein bisschen rumschauen. Wenn wir schon in einem neuen Gebiet sind. Aber ich meine, alternativ könnten wir einfach rumfliegen. Aber diese Kuropekos, die machen. Von denen habe ich jetzt sehr viel Respekt. Einfach weil die selber sind nicht so schlimm, aber was die da herrufen, ist ja übel. Das sind Golddinger, der wäre eigentlich auch nicht schlecht. Da hinten ist Gazavan-Stand. Wisst ihr was? Wir gehen ganz kurz hier rein. Und dann holen wir uns ein geiles Ei von was auch immer da drin ist. Ich werde mich aber auch beeilen. Ich werde jetzt nicht hier kämpfen. Ich habe es jedenfalls nicht vor. Vor allem nicht mit den Ladezeiten. Ui, die sehen hier auch ganz nett aus, die... Okay, okay. Den finde ich jetzt gar nicht so interessant. Komm schon, gib mir ein ganz neues Monster hier. Also... Welche, die wir noch nicht gesehen haben. Oh, naja.
Weil irgendwie, Peter, was? Komm schon, ich will was Cooles sehen. Spiel. Oh. Oh, lila. Und wie ich das will. Lila. Was wird das sein? Oder ist es ein lila Lootrot? Ist ja leicht enttäuschend. Aber wäre auch okay. Wenn wir jetzt da noch nicht herausfinden, sondern erst in der nächsten Folge dann, wenn wir irgendwann wieder in dem Dorf sind. Aber hey, wir haben es schon mal. Ein schönes Goldei. Heuchlebia, wobei, es ist vermutlich, ist es ein lila Lootrot. Vermutlich schon. So, dann gehen wir mal zu dem Katzerbahnstand da hinten. Sonst? Ist aber auch ein Monster, das wir so gesehen kennen. Ich meine, es ist eine andere Version davon. Aber es ist eine Idee. Vielleicht können wir ja so einen ins Team nehmen, wenn er auch Geschwindigkeit ist und Heimlichkeit hat. Vielleicht hat er noch was anderes neben Heimlichkeit. Ist ja cool. Ja, diese Nagakuras, ich glaube, der heißt einfach nur grüne Nagakura, kann das sein? Ich bin mir gerade unsicher. Aber das ist eine Idee. Das ist dann vermutlich auch stärker als der normale. Und ich werde auch gleich speichern. Ich will nur noch kurz hier runterschauen. Ob wir noch einen Blick auf andere Monster erhaschen können. Okay, da unten ist eine größere Ebene. Hier ist nichts. Na gut. Aber hey, das ist interessant. Aber jetzt hauptsächlich nur noch Subspecies sehen. Eieiei. Ich kann ja ganz kurz noch schauen. Monstyklopädie. Gibt ja noch schon noch einiges gibt es ja noch. Und diese Blues-Dings sind, glaube ich, die Sachen. Von dem her werden wir noch vieles sehen. Ja, gut. Na dann, so viel dazu. In dem Fall würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.